Herzlich willkommen bei Norddorf G-Transport zu einer neuen Folge vom American Truck Simulator ATS. Und wir werden heute mal das erste Mal auf der ProMods Kanada fahren. Wir befinden uns hier in Seattle. In müssen Betonrohre mit 54.600 amerikanischen Pfund nach Abbotsford Plaster and Sons, heißt die Firma, in British Columbia, also Kanada, fahren. Und dann gucken wir uns mal, wie das da aussieht. Ich war noch nie da bei der ProMods Kanada. Und wir starten das Ganze mal hier. 160 Meilen müssen wir fahren. Durchpassen. Ein langes Gerät hier dran. Lang müssen, diesen Wirrwarr hier. Nein, Route finden. Ich glaube, wir fahren hier gerade im Gegenverkehr, wenn ich das richtig sehe. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Okay, lass uns eine Route neu berechnen. Ja, das habe ich mir gedacht hier. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Warum kommen wir hier noch unfallfrei raus? Mal gucken. Neue Route finden. So, hier rechts rauf. Links halten und dann links abbiegen. Ja, wenn man sich nicht auskennt. Ne? Immer geradeaus. Richtung Vancouver, da müssen wir hin. Bitte links halten. Hochkommen bei diesem, ja, ein bisschen Gewicht hier dran. Das dauert ein bisschen, bis man Wallung kommt hier. Ja, da musst du leider ein bisschen warten hinter mir mit deinem. Speed Limit 15, hier ist irgendeine Baustelle. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Was ist da los? Ein Unfall, ne? Da müssen wir leider hier lang fahren. Okay, lass uns eine neue Route finden. Das sind gleich 203 Meilen, weil ein Unfall ist. Da ist irgendwas passiert. Jetzt mit uns vorhat, das bringt uns ja auch nicht gruselig weiter, ne? Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Aber na gut, fahren wir mal. Immer geradeaus.
hier sollen wir rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bitte rechts halten. Jetzt fahren wir wieder zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, aber damit der Unfall gleich auch weg ist. Sonst bin ich nämlich gar nichts, was du uns jetzt erzählt hast. Aber anders fahren konnten wir ja auch nicht. Sunset Boulevard. Jetzt fahren wir den Bogen wieder. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Fahren wir hier rechts runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Sind wir wieder hier, wo wir eben waren, glaube ich, ne? Gucken wir mal, ob wir da jetzt durchkommen. Ist immer noch hier. Vielleicht kann ich nicht schon wieder hier rumfahren. Das funktioniert nicht, Leute. Wir versuchen uns da mal durchzudrängen. Mal sehen, ob das irgendwie. Das wird nichts. Da passe ich nicht durch, oder? Gucken. Ja, wollte ich dann nur zu gucken hier, Vögel. Muss hier jetzt durch. Aber das passt gerade so. Hier ist ein Auto ausgebrannt. Einmal 5-6 Minuten im Kreis gefahren. Naja. Gönn dir, Junge. So, jetzt geht's aber Richtung Norden hier. Damit wir dann bald mal nach Kanada kommen. Und hier mal die Pro-Mods kennenlernen. Pro-Mods Kanada, vor kurzem erschienen. Ich war noch gar nicht da.
hier nehmen wir raus. Bisschen Natur. Ja, links halten, fahren wir mal rüber. Wieder kurz vor Everett, immer noch im Bundesstaat Washington. Bitte links halten. Neuen Aussichtspunkt entdeckt. Jawohl. Da halten wir jetzt aber nicht an. Wiegestation brauchen wir auch nicht. 95 Meilen haben wir noch vor uns. Da haben wir keine Zeit so zum Wiegen. Wir sind lange aufgehalten worden, die aus dem Kreis gefahren sind. So, 75 Meilen noch. Wir ziehen ja voll auf der Überholspur lang. Don't drink and drive. Drive safely. Und wir sind hier rechts runter. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Dann nähern wir uns, der kanadischen Grenze. Biege nach rechts ab. Hier müssen wir also noch warten. Langsam wird es auch dunkel hier. So, wir haben grün. Ho, hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das passt ja, wir haben grün.
nach links. Biege nach links ab. Was werden denn diese Road Connection sein, schätze ich mal, die sie gebaut haben? Die waren vorher, glaube ich, nicht da. Mal knapp. Dann sind wir im Grenzgebiet zwischen USA und Kanada. Aua, das war nicht so doll. Haben wir da Schaden genommen? Ne, zum Glück nicht. Jetzt müsste aber auch gleich die Grenze schon kommen. Oder schon, machen wir doch Zeit. Der Ort scheint ja auch nah hinter der kanadischen Grenze zu sein hier. Hier nämlich die Rocky Mountains zu sehen, würde ich sagen, sind das. Oh, mit Schranke hier. So, dann sind wir hier an der Grenze nach Kanada. Immer geradeaus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, wir sollen hier rechts abbiegen. Ja, wartest du jetzt, du Vogel, oder? Immer geradeaus. Neu berechnen. So, hier ist der Grenzübergang. Prüfe Ihre Papiere, bitte warten. Das war noch 9 Meilen, also wir sind gleich hinter der Grenze. Hier ist der Ort, wo wir abladen müssen auch. Ich glaube, einen leichten. Immer geradeaus.
So, wer sagt, dass ihr Vorfahrt habt, ihr Vögel? So, da vorne links und dann sind wir auch da. Grün haben wir schon mal, das ist mal perfekt. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Machen wir hier 180 Grad rum. Also das klappt da hinten auch soweit. Blaster and Sons. Hier endet es. Und dann sind wir da. So, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.